Bam, da ist er wieder. Genau der schon wieder, ja. Also ich werde euch noch weiter nerven und es wird noch schlimmer und es wird viel, viel schlimmer, glaubt mir. Ganz kurz nebenbei, das ist jetzt ein Video für kleine Spielclips von Hardline, BTF natürlich, ne, falls jemand das nicht weiß. Habe ich jetzt mal ein bisschen zusammengeschnitten, muss dazu natürlich allerdings sagen, dadurch, dass ich alles über die Xbox mache, ist halt das Problem, kommen ganz, ganz viele gute Szenen einfach, sage ich mal, nicht zustande, die ich halt aufnehmen kann aus dem Grund und so. Wenn man Twitch, kann man leider nicht aufnehmen. Das heißt, Problemfaktor ist so, was sie echt scheiße gemacht haben und so, dass viele gute Szenen verloren gehen. Das sind halt ein paar, wo ich mal nicht getwitcht habe, die ich jetzt einfach mal zusammengeklatscht habe, zusammengewürfelt habe. Und sobald, wie gesagt, der PC endlich da ist, kann ich natürlich beides machen, twitchen und aufnehmen und gute, geile Szenen halt für euch bei YouTube hochziehen. Ja, noch ganz kurz zu BTF. Ich bin gar kein Fan eigentlich von BTF, muss ich dazu sagen. Ich habe das 3 auch nie angerührt. Ich war ein Call of Duty-Spieler vom Feinsten, immer nur Call of Duty und wird auch immer so sein. Natürlich ist jetzt momentan der Stand der Dinge AW total zum Kotzen geworden, rockt nicht mehr, bockt nicht mehr. Habe auch alles erreicht, was man kann, was man wollte, von meiner Seite her aus. Deswegen bin ich rübergegangen. Meine Freunde sind fleißig mitgekommen und wir haben wirklich echt viel Fun mit BTF. Ich habe mich da erst so richtig reingelebt jetzt. Es macht sau Spaß. Ich kann es nur empfehlen. Auch BTF 4, wo ich sagen muss, Hardline, da gefällt mir irgendwie. Hardline, ja, nicht Hardliner. Hardline gefällt mir irgendwie ein bisschen mehr. Macht einfach richtig riesen Spaß und fuchselt mich da immer mehr rein. Und spielt es aber auch erst seit knapp 2 Wochen jetzt, aber auch nicht hier stundenlang. Deswegen schaut es euch an. Sind nur 3, 4 Videos, die da zustande gekommen sind momentan. Und ja, morgen oder heute, vielleicht morgen oder nächstes Jahr, kommt vielleicht noch mal ein kleines Video von BTR 4. Und wünsche euch viel Spaß, haut rein und let's pets. Ja, so, da läuft er natürlich mit der Sniper durch die Gegend. Zack, zack, zack hier. Hardline. Kleine Gameplay hier machen. Bisschen rumsnibbeln. Boah, Leute, da oben ist er. Bam, Nummer 1. Dann läuft er gleich weiter natürlich. Und Ausschau halten, mal. Hier immer wie so ein kleiner Fuchs so auf der Lauer. Hier links, rechts gucken. Und da unten ist er. Boom. Und wieder weg da. Die Sau hier. Mit Doppelschuss. Und zack, da ist der nächste. Zack, View 1 vorbei. So, muss natürlich sagen, immer kurz, knapp hier die Videos, aus dem Grund, weil leider, wie gesagt, das Upload-Studio da nicht immer länger aufnimmt, immer diese scheiß 30 Sekunden halt, so ein kurzes Special, was halt, was du so aufnimmst, und das war es ja eigentlich schon. Ja, das sind halt, wie gesagt, so kurze Videos hier, aber wollt euch die nicht vorenthalten, ist ganz lustig. Zack hier und vor allem meine Granate drin, du Kacksau, und bam, schau da rechts oben, das waren gleich 4 Stück auf einen Schlag, die natürlich gleich ausgeschaltet habe. So was finde ich immer ganz geil, das macht immer richtig besonders Spaß. Aber ich probiert vom Weiten irgendwas zu machen, aber ich habe das nicht hingekriegt, was ich eigentlich machen wollte. Dazu zu dem Video muss ich sagen, so, ich töte hier keinen, aber ich fand das einfach geil, das Video, was jetzt passiert und so. Da kommt der Ani raus, war, fährt er, fährt er, fährt er, und zack, puff, weg ist er. Sah einfach spektakulär aus, deswegen habe ich mir gedacht, so scheiß drauf, sieht gut aus, machen wir. Ja, jetzt hier zu meinem Piloten muss ich dazu sagen, war, das ist mein Exotix, Dennis auf jeden Fall, Exotix V3 auf der Xbox One. Ein mega geiler Pilot. Ich bin schon mit so vielen Leuten geflogen, aber er ist einfach der Beste. Er wird immer der Beste bleiben für mich, was das angeht. Er fliegt das Teil so abnormal geil. Also wirklich durch jede Ecke, durch jeden Scheiß kann er das Ding manövrieren. Das ist total mega. Hier noch ein Video, wie gesagt. Ihr müsst immer auf die Killrate oben schauen, so wie ich die Leute da weghole. Und man muss natürlich sagen, es ist sau schwierig mit so einem MG da oben im Helikopter zu zielen, zu schießen und so. Da sieht ihr ja, es ist nicht immer zu 100% drauf, aber wenn ich mit anderen fliege, geht da gar nichts. Und bei ihm, da, wie gesagt, er fliegt das Ding so ruhig, total mega hammer geil. Wie gesagt, das war's schon wieder von meiner Seite aus, Leute. Haut rein, viel Spaß, bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss.